Endlich mal wieder so ein bisschen durch die Landwirtschaft schweben. Na, schweben eher nicht, eher mal was tun. Denn im neuen Landwirtschaftssimulator 22 in der Premium Edition erwarten euch tolle Gimmicks für euch. Unter anderem seht ihr es hier, Bienen, Hühner, kennt ihr sicherlich auch schon ein bisschen länger. Und die einzelnen Ställe dazu. Ja, sowas gibt es tatsächlich in der neuen Premium Edition, die tatsächlich im November herauskommt. Und falls ihr den Landwirtschaftssimulator noch nicht besitzt, es gibt die Premium Edition. Die gibt es dann, wenn es das Spiel natürlich dann kommt, im November. Oder falls ihr es habt, gibt es entsprechend die Extension dazu. Kühe sind mit dabei, entsprechend Zäune drumherum. Also ein bisschen Freilauf für die Kühe gibt es natürlich auch. Und ein weiteres cooles Gimmick, worauf ich mich am meisten freue, sind unter anderem natürlich auch Pferde. Müssen natürlich bewegt werden, aber gibt es natürlich auch schon länger im Spiel. Und ein Moment, Schweine, ist noch kein Moment, aber das Moment kommt jetzt gleich. Wo ich gerade gesagt habe, oh, wie süß sind die süßen Dinger hier. Oh, die Schafe. Mäh. Ja, auch das schwarze Schaf, was jetzt hier kommt, es sieht so süß aus. Na gut, es ist das braun, aber es ist wirklich schön. Aber ihr merkt schon im Hintergrund, es sieht so ein bisschen anders aus. Hier steht nämlich ein neues Objekt im Spiel, der Fiagadri, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ein wirklich schöne alte Maschine, denn ihr merkt schon, das ganze Spiel ist auf einer neuen Karte angesiedelt. Bisschen polnisch kann man es so nennen. Und da geht es natürlich darum, wenn man schon neue Maschinen hat und natürlich auch ältere Maschinen, muss man sie natürlich auch nutzen. Also kommt ja hier ein neuer Kultivator für euch, den es dann natürlich dann, der euch das Feld natürlich dann schon mal zum groben Teil schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ihr wisst, die Landwirtschaftssimulator-Manier. Es bewegt sich alles, es ist nicht stock und steif. Unebenheiten gibt es im Spiel immer wieder. Felder sind niemals gerade und plan, alles ist uneben. Und so bewegt sich natürlich auch alles. Der Aufbau hinten bewegt sich, also immer an die Unebenheiten angepasst. Wechseln wir jetzt aber mal weiter. Wenn wir jetzt das Feld hier schon mal so ein bisschen vorbereitet haben, dann müssen wir tatsächlich, wenn wir das Feld schon vorbereitet haben, mit was Besserem weitermachen, es nämlich vorbereiten für eine neue Fruchtsorte. Es gibt neue Fruchtsorten im Spiel, um genauer zu sein, nämlich Möhren, Pastinaken und auch Rote Beete. Endlich freuen sich die Leute, die gerne Rote Beete und Pastinaken essen, dass sie dieses auch endlich nun anpflanzen dürfen. So sieht die Maschine aus, die dafür zuständig ist, diese Früchte anzupflanzen, denn wir brauchen auf dem Feld eine bestimmte Struktur, um das natürlich pflanzen zu können. Und die seht ihr hier. Wir brauchen nämlich so kleine Hügelungen, am besten Hügel genannt, um natürlich da entsprechend die Samen reinzustecken, damit sie dann natürlich auch nach oben oder nach unten wachsen können. Und man dachte so, ja, das sieht ja ganz schön aus, wenn man das so schon mal fertig hat, sieht es dann sehr, sehr schön aus. Bloß, wie sieht denn da jetzt der Planter dafür aus? Pass auf, so sieht der nämlich aus. Das ist hier der Planter dafür. Unten rechts seht ihr, wir wollen dann gerne Möhren anpflanzen. Und das machen wir jetzt. Wir fahren zum Feld und lassen entsprechend die Möhren jetzt hier sehen. Natürlich könnt ihr das natürlich alleine machen. Ihr könnt es tatsächlich auch mit euren Freunden machen. Ihr könnt es Koop im Multiplayer spielen. Nicht Koop, im Multiplayer. Geht natürlich alles viel, viel schneller. Und ihr seht natürlich auch hier ist das Feld natürlich nicht unnehmen. Das heißt, diese einzelnen Hebel bewegen sich hier auch. Also es ist Landwirtschaftssimulator-Manier. Und während der eine das Feld noch vorbereitet, seht der andere das auch schon. Und wenn wir schon beim Sehen sind, dann muss das Ganze natürlich auch irgendwann mal wieder aus der Erde rausgeholt haben. Und das hier ist der Karottenharvester. Ist das nicht ein riesen Prachtstück? Vor allem, man kann da oben auch ganz gut reingucken. Natürlich brauchen wir noch entsprechend einen Auflieger, um dann Karotten reinzustellen. Denn dann, ihr dürft nichts vergessen,
der Harvester hat keinen Tank. Das heißt, es muss tatsächlich in einen Hänger reingefüllt werden. Ihr seht, vorne wird das Ganze angehoben und eingesaugt, dann wird entsprechend die Karotte von dem Grün getrennt. Das Grün landet hinten wieder aufs Feld und die Karotten oder die Pastinaken oder auch rote Beete landen dann entsprechend in den Anhänger. Hier ist es natürlich dann am besten, wenn ihr das dann irgendwie im Online, wenn ihr es dann im Multiplayer spielt, sich gut abzusprechen. Alleine könnt ihr das natürlich auch machen, müsst ihr natürlich dann aber für den Harvester natürlich einen Helfer einstellen, damit der Helfer dann entsprechend das Feld hier einmal fertig macht. Und wie bereits gesagt, der hat keinen Tank, also wenn ihr nichts habt, dann wird das natürlich dann entsprechend auf die Erde geschmissen. Natürlich, diese Karotten können wir dann natürlich auch verkaufen, wie wir es tatsächlich auch schon in dem kompletten Teil 22 erkennen vom Landwirtschaftssimulator. Und hier geht es entsprechend dann ein bisschen durch die Stadt. Wo wir dann am Ende zu einer Lage kommen und das dann im Lager abfüllen können. Wir machen mal zwischendrin einen kleinen Schwenk rüber zu einer anderen Sache. Denn ihr wisst das ja sicherlich, wenn ihr tatsächlich Felder habt und auf einmal da so eine schöne Grünfläche entstanden ist. Ja, Unkraut möchte natürlich keiner auf sein Feld haben. Und das hier ist die neue Fräse, nicht Fräse, der neue Sprayer. Und der ist wirklich sehr, sehr groß, der Dino. Der Agrio Dino 2. Und mit seiner riesengroßen Spannlänge, wir können sie uns gleich angucken. Ihr seht ja sie. Also damit könnt ihr das Unkraut wirklich ganz schnell auf euren Feldern vernichten. Wenn ihr natürlich riesen Felder habt, dauert es natürlich auch ein bisschen lange, aber auch mit diesem Sprayer geht das extrem schnell. Und hier seht ihr entsprechend auch die Sitzfederung der Maschine, also ist auch das natürlich gegeben. Jetzt haben wir natürlich ein Feld. Das hat jetzt kein Unkraut mehr, es hat aber Rasen. Natürlich gibt es natürlich auch ein neuen Mäher. Und dieser Mäher hat tatsächlich etwas ganz Besonderes. Den ihr seht das schon. Vielleicht. Naja, vorne, hinten, das ist eigentlich noch ein Stück lang Standard. Aber da kommt jetzt was dazu. Ein ganz normal Mähen ist ganz klar, aber da sind noch so zwei Finnen hinten dran. Was haben die denn damit zu tun? Das können wir euch zeigen. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn ein Rasen so versät ist und man das gerne vielleicht alles auf einem Haufen haben möchte, denn man kann diese beiden Finnen hinten auch schließen und dann wird alles in die Mitte transportiert und habt ihr nur noch einen großen Streifen. Konnten wir jetzt leider in diesem kleinen Gameplay nicht sehen. Und dann haben wir tatsächlich noch eine große Maschine von Bettner. Und diese Maschine kann tatsächlich auch etwas ganz Besonderes. Ihr seht, sieht wundervoll aus. Und ihre Besonderheit liegt einfach darin, ihr habt jetzt tatsächlich ein Feld, da habt ihr jetzt irgendwas drauf gesät. Es muss gedüngt werden, es muss gegrubbert werden. Was machen wir also? Wir nehmen diese Maschine hier vom Bettner, denn das macht 2 in 1. Einmal düngen und einmal vorbereiten für die nächste Ernte. In einem Schritt, das erleichtert einem die Arbeit doch wirklich viel mehr, weil mit zwei Maschinen rumfahren die ganze Zeit. Das war so ein kleiner Überblick, was es Neues gibt im Landwirtschaftssimulator 22, der Premium Edition. Und das Ganze kommt natürlich bald raus, am 14. November für den PC, der PlayStation und auch der Xbox. Und falls ihr das Spiel natürlich besitzt, gibt es natürlich auch die Premium Expansion dazu.
wo natürlich dann nur der Premium-Inhalt, den ihr euch dann natürlich nachholen könnt.